Nein, das ist kein Spiel zum Überleben. Das ist ein normaler Tag für zwei Studentenwohnheim-Mitbewohner. Ah, süß. Die Mitbewohnerin zum ersten Mal kennenlernen. Aber das Treffen läuft nicht gerade gut. Jemand wird einsam sein. Wow, diese Mädchen sind dickköpfig. Keine will zurücktreten. Hey, warum sich nicht einfach versöhnen? Man muss schließlich zusammenwohnen. Aber ich glaube, bei ihnen bleibt es nicht nur bei bösen Blicken. Es gibt nicht viel Platz im Studentenwohnheim. Man muss es sich gemütlich machen. Es nervt. Vor allem, wenn man etwas Zeit für Kunst hat. Und man etwas Frieden und Ruhe haben möchte. Aber deine Mitbewohnerin muss sich gerade jetzt fertig machen. Make-up auftragen und die Haare frisieren. Ich werde ihr eine Lektion erteilen müssen und ihr beibringen, dass sie ihr Make-up nicht überall herumliegen lassen soll. Male den pinken Lippenstift mit Acrylfarbe in derselben Farbe an. Perfekte Kombination. Verschließe den Lippenstift und stelle den Stift zurück. Hier ist die Mitbewohnerin. Sie wird gerade mit dem Schminken fertig. Der Lippenstift ist der letzte Schliff. Ah, Pech. Er ist ausgetrocknet. Oh nein, er funktioniert gar nicht. Was stimmt mit dir nicht? Naked Lippen sind keine schlechte Idee. Was wäre, wenn ich ihn durchtrenne? Da haben wir es. Ah Mann, mein Lippenstift. Ich weiß, wer dafür zahlen wird. Was tut sie da? Mit dem Studentenwohnheim-Supervisor reden? Super. Was ist das? Ganz viel Schleim für einen Notfall. Leise, damit niemand die Tat zu früh aufdeckt. Ups, stell die Pflanze wieder an ihren Ort und lass uns anfangen. Trage den Schleim auf den Türknopf auf. Was für eine klebrige, ekelhafte Struktur. Schäm dich nicht, trage so viel auf, wie du kannst. Das ist schließlich alles für deine Lieblingsmitbewohnerin. Verlasse den Tatort jetzt. Sie wird nicht einmal bemerken, dass sie sich in einer klebrigen Situation befindet. Ah, warum ist das so schleimig? Es sieht so aus, als hätte jemand seine Nase direkt mit meiner Hand geputzt. Und warum filmt sie mich? Scheinbar genießt sie das rutschige Fiasko. Ich glaube, ich werde dein T-Shirt anstelle eines Handtuchs benutzen. Dachtest du etwa, du kommst damit durch? Das wird der Streich des Jahrhunderts. Man braucht nur einen Stuhl und Geschenkpapier. Schneide Teile, die dieselbe Größe wie der Sitz und die Rückenlehne haben, aus. Stelle den Stuhl auf den Kopf. Rolle Rohre an die Beinlängen. Und baue einen Stuhl zusammen. Klebe die Beine an den Sitz und klebe dann die Rückenlehne dran. Das hat richtig gut geklappt. Und der Papierstuhl sieht echt aus. Den kannst du nun zur Seite stellen. Befestige eine Schleife dran. Lass deine Mitbewohnerin denken, dass es ein Schritt zur Versöhnung ist. Oh, mein neuer Ton. Sie hat endlich verstanden, wer die wahre Königin hier ist. Sie ist darauf reingefallen. Sie ist darauf reingefallen. Uff, das tut weh. Na, wo ist das DIY von Miss Studentenwohnheim? Sie steckt in großen Schwierigkeiten. Eine Schachtel Donuts auf dem Tisch? Keine gute Idee. Das Dessert deiner Mitbewohnerin zu essen, ohne danach gefragt zu haben, ist ein ehrenhaftes Anliegen. Das ist lecker. Okay, die Schachtel ist leer. Was kommt als nächstes? Man braucht einen Hartdonut und etwas Farbe. Trage Acrylfarbe auf den Schaumdonut auf. Trage eine dicke Schicht auf, damit die kleinen Löcher versteckt sind. Trage auf der anderen Seite pinke Glasur auf, damit er wie ein echter Donut aussieht. Bestreue ihn mit Streuseln. Er ist genauso schön wie die, die du gerade gegessen hast, aber nicht so lecker. Lege den falschen Donut in die Schachtel und spüle das Geschirr. Sei dabei ganz gelassen. Hey, was ist los? Hast du etwa meine Donuts gegessen? Lass mich in Ruhe, ich mache Diät. Du bist diejenige, die alles aufisst. Gut, ich habe zumindest einen. Aber er ist nicht echt. Wie konntest du mir so einen Streich spielen? Ich bin sprachlos. Die üblichen Wohnräume zu putzen ist eine große Qual. Manche Leute arbeiten und andere sind faul und geben sogar noch Ratschläge, wie man anständig putzt. Es nervt so sehr. Du musst ihr eine Falle stellen. Fülle den Mülleimer zur Hälfte mit Wasser. Gebe Müll obendrauf. Jetzt muss man die faule Mitbewohnerin nur noch bitten, den Müll rauszubringen.
Aber warum sollte man irgendwo hingehen, wenn man einfach nur Blödsinn mit dem Müll anstellen kann? Ups, woher kommt das Wasser aus dem Mülleimer? Okay, jetzt ist mein Bein nass. Was hast du erwartet? Das ist die Rache für deine Faulheit. Wenn dich deine Mitbewohnerin verrückt macht, musst du zum Extrem greifen. Das Wichtigste ist, dass man auf den richtigen Moment wartet und einen Tomatensaft übrig lässt. Lege ihn unter die Decke. Halte dich dabei nicht zurück. Je mehr Tomaten, desto besser. Lege Tomaten auf die Couch. Sie soll sich fühlen wie die Prinzessin auf der Erbse. Verstecke das Gemüse mal und warte, dass deine Mitbewohnerin zurückkommt. Entspannt sie sich jemals? Sie vergisst den Streichkampf und fällt auf die Couch. Oh, keine schöne Landung. Es ist etwas nass. Und das Schlimmste ist, dass ihre Mitbewohnerin alles mit ihrem Telefon gefilmt hat. Meine Lieblings-Pyjama-Hose. Das werde ich dir nie verzeihen. Ich glaube, das bedeutet Krieg. Zerkleinerte Tomaten sind ekelhaft. Na, pass besser auf dich auf, Mitbewohnerin. Wenn du meinst, dass ich nicht weiß, wie ich es dir heimzahle, dann liegst du falsch. Benutze das Auto deiner Mitbewohnerin für diesen Streich. Drucke ein Bild von einem bösen Clown aus und befestige es an der Rückfahrkamera. Gute Fahrt, Süße. Sie steigt in das Auto ein. Sie macht den Bildschirm an und dann? Ah, ich hasse Clowns. Sieht gruselig aus. Okay, keine Panik. Der gesunde Menschenverstand gewinnt. Okay, ich wusste es. Das ist nur meine Mitbewohnerin. Und jetzt steckt sie in großen Schwierigkeiten. Uff, gleich wird es einen großen Streit geben. Na, das ist okay. Sie wird irgendwann aufhören, rumzuschreien. Wir wissen es, wir haben schon darüber geredet. Ich hoffe, dass ich mich wenigstens in der Dusche etwas entspannen kann. Und den Studentenwohnheimkrieg wenigstens eine kurze Zeit lang vergessen kann. Anfängerfehler. Deine Feindin schläft nie. Und sie hat einen weiteren hinterhältigen Plan vorbereitet. Ah, Rache ist süß. Oh nein, sie hat den Bademantel und alle Handtücher mitgenommen. Als sie mit dem Duschen fertig war, ist die Mitbewohnerin rausgekommen. Warte mal, wo sind meine Sachen? Sie sind alle weg. Wie komme ich denn zurück in mein Zimmer? Ich kann ja nicht nackt gehen. Ih, es gibt Toilettenpapier. Das ist wenigstens gut. Aber die böse Mitbewohnerin hat bei den gestohlenen Anziehsachen nicht aufgehört. Sie hat auch die Zimmernummern ausgetauscht. Das ist so hinterhältig. Die Duschmumie kommt aus der Dusche und rennt in ihr Zimmer. Welche Zimmernummer haben wir? Eine große Überraschung wartet auf sie. Scheinbar bist du jetzt einer der Jungs. Das ist so peinlich. Heißer Tee, ein interessantes Buch. Was ist das? Die Tasche deiner Mitbewohnerin. Natürlich ist sie das. Der ganze Raum ist voll von ihren Sachen. Na, Schatz, ich werde dir heute beibringen, wie man aufräumt. Ich habe diese Unterwäsche als Geschenk für meinen Bruder gekauft. Aber alles ist erlaubt, wenn es um einen guten Streich geht. Lege sie in ihre Tasche. Der Abend deiner Mitbewohnerin wird richtig spaßig sein. Das weiß sie jetzt natürlich noch nicht. Okay, etwas Parfum und ich kann gehen. Nein, das stimmt nicht. Schatz, kannst du meine Schminktasche aus meiner Tasche holen? Ist das irgendein Scherz? Was macht Männerunterwäsche in deiner Tasche? Wie soll man ihm jetzt erklären, dass es nur ein Streich von der Mitbewohnerin ist? Oh, er ist so eifersüchtig. Er hat noch nicht einmal zugehört. Im Streichkrieg darf man alles benutzen. Es wird Zeit für eine alte, geprüfte Strategie. Lenke das Mädchen ab, schlage eine zufällige Person auf den Rücken und renne weg. Sehr stilvoll. Und deine Mitbewohnerin wird dafür büßen. Oh nein, wie soll ich das erklären? Ich habe ihre Streiche so satt. Das ist schon okay, hier kommt das Karma. Es gibt einen tollen Streich, den ich ausprobieren kann. Um ehrlich zu sein, ist der süß und total harmlos. Nimm etwas Sekundenkleber und einen Schaumpapierkreis. Klebe das Schaumpapier an den Wasserhahn. Es ist total unsichtbar. Jetzt kann sie leiden. Hier kommt sie. Sie öffnet den Wasserhahn. Ist das Wasser abgestellt? Das ist ja komisch. Was wäre, wenn ich das Wasser maximal laufen lasse? Wow, wie viel Wasser! Das Wasser kam aus allen möglichen Richtungen. Oh nein, mein Shirt ist total nass. Das sind wieder ihre Streiche. Ich wollte mir doch nur mein Gesicht waschen. Die Mitbewohnerin ist eingeschlafen. Es wird Zeit.
Ich kann einen Streich mit Puder machen. Gieße etwas Farbpuder auf ihre Handfläche. Noch mehr, nicht damit sparen. Und kitzle Dornröschen. Sie hat eine sofortige Reaktion. Was für ein farbenfroher Look. Aber sie sieht nicht gerade glücklich aus. Du kriegst mich nicht. Hat dir unser Studentenwohnheimkrieg gefallen? Musstest du schon mal ein Zimmer mit einem widerlichen Mitbewohner teilen? Vielleicht mit einem deiner Geschwister? Sag es uns in den Kommentaren. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, teile es mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal. Klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Mitbewohnergeschichten mehr auf TroomTroom Select verpasst.